Ahoi Argonauten, am 18. August ist die Definitive Edition für Pathfinder Kingmaker erschienen. Gleichzeitig mit dem Konsolenport für PS4 und Xbox One, aber auch für den PC-Spieler gibt es ein paar Änderungen. Allem voran natürlich der neue Turn-Based Combat Mode, der optional ist, also bei Bedarf zugeschaltet werden kann. Zweitens auch die Gamepad-Unterstützung für PCs und drittens eine Menge Bugfixes. Da am besten ins Pathfinder Kingmaker Steam Forums schauen für das Changelog. Vieles an der Königreichsverwaltung wurde beispielsweise gepatcht. Der Turn-Based Combat kommt natürlich dem Tabletop-Feeling von Pathfinder und auch bei D&D-Spielen näher, denn dort geht es ja rundenweise vonstatten. Am Anfang wird die Initiative ausgewürfelt für jeden, auch für die Monster. Das bestimmt dann, wer zuerst zuschlagen darf oder eine Aktion ausführen darf. Und um das nochmal zu verdeutlichen, blende ich jetzt die Tabletop-Regel ein für den Kampf. Und ich hoffe, Piazzo wird mir das verzeihen. Die Standardaktion. Angriff oder 20 Fuß gehen oder beispielsweise einen Heiltrank nehmen. Dann gibt es noch die Bewegungsaktion. Da kann man was aus dem Gepäck nehmen, nochmal 20 Fuß gehen, eine Waffe ziehen oder eine Tür öffnen. Und so weiter. Und dann gibt es noch eine freie Aktion. Da kann man zum Beispiel einen Gegenstand wegschmeißen, reden, sich hinlegen oder auch 5 Fuß nochmal gehen. Also das ist ein wenig verwirrend am Anfang und ich gebe mal 3 Beispiele, was man so tun kann. Beispiel 1, Standardaktion. Ich gehe 20 Feet, 4 Kästchen. Move Action. Ziehe meine Waffe. Fast Action. Lege mich auf den Boden. Warum auch immer. Beispiel 2. Standard Action. Bewege mich 20 Feet. Move Action. Gehe weitere 20 Feet. Fast Action. Lege Fackel auf den Boden. Vielleicht um die Hand frei zu machen für einen Zweihänder in der nächsten Runde. Macht schon Sinn. Und noch ein drittes Beispiel. Standard Action. Attack, also Angriff. Die Move Action. Ich öffne eine Tür, um vielleicht zu fliehen in der nächsten Runde. Ich Feigling. Und die Fast Action, da ich mich nicht in der Standard Action bewegt habe, darf ich nochmal 5 Feet gehen. Das waren die Beispiele zur Verdeutlichung. So, aber genug der grauen Theorie. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Spiel selbst an, in Pathfinder Kingmaker. Stopp. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist doch gar nicht Pathfinder Kingmaker. Nein, das ist Pillars of Eternity 2, Deadfire. Zum Glück muss man sich allerdings in Pathfinder Kingmaker nicht für das ganze Spiel vorher schon festlegen, ob man den Turn-Based Combat Mode haben will, sondern man kann ihn jederzeit optional zu- und abschalten. Wie ich finde, ein Vorteil, denn wer möchte sich vor einem 100-Stunden-Rollenspiel schon gerne ja, auf eine Art festlegen? Also ich nicht so gern. So, aber nun endlich Pathfinder Kingmaker Definitive Edition. Und ich benutze dafür Beneath the Stone Lands, den Dungeon Crawler Modus. Und hier werden wir doch bestimmt ein paar Goblins vermöbeln können. In diesem zufallsgenerierten Dungeon System. Schauen wir doch mal. Und los geht's. Wo gibt's Ärger? Wo sind die Monster? Dort? Nö. Links ist die Tür. Ich werde jetzt mal ganz forsch. Nicht ausruhen. Ich werde jetzt mal ganz forsch voranschreiten. Ah, ich sehe schon. Da sind sie, die Monster. Es gibt übrigens ein ausführliches Text-Tutorial vor dem ersten Turn-Based Combat. Initiativ-Warteschlange. Die Überraschungsrunde wird angesprochen. Das hatte ich ja am Anfang schon ein wenig erklärt. Ich werde diese Screenshots vielleicht mal am Ende anhängen. Länger. Und wichtig ist vielleicht der 5-Fuß-Schritt. Da muss man die linke Shift-Taste gedrückt halten. Da kann man sich auch 5 Fuß von einem Monster entfernen, ohne einen Gelegenheitsangriff auszulösen. Das ist vielleicht eine Besonderheit. Ansonsten gibt es noch freie und schnelle Aktionen. So, los geht's. Wir haben einen Kobold-Schaman, der uns mit Furcht belegt hat. Und das heißt, ich kann meine Figur gerade nicht steuern. Ich bin willenlos. Autsch! Ah, es fängt ja gut an. Vorführeffekt.
Aua. Ey, Kobolde. Ich bin immer noch willenlos. Okay. Aua. Diese beiden Kobolde setzen mir ganz schön zu. Vor allem der Schamane. Der belegt mich ständig hier mit Furcht. Und ich komme gar nicht zum Zug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin immer noch willenlos. Und ich bin gleich tot. Da kann man mal sehen, wie schnell das nach hinten losgehen kann in Pathfinder, wenn man als frisch gebackener Held anfängt. Aber jetzt erstmal zur Erklärung. Das ist wie gesagt die Timeline, die Initiativ-Timeline. Man kann seinen eigenen Einsatz auch noch verzögern. Das macht hier natürlich keinen Sinn, weil ich will ja jetzt möglichst schnell zum Zug kommen. Aber wenn man zum Beispiel von Partymitgliedern gebufft werden soll zuvor, macht das schon Sinn. Ansonsten ist hier wichtig dieser Bar. Das ist die Runde. Alle Aktionen, die man ausführen kann. Lach nicht so dreckig. Und das ist die Bewegung. Das ist die Standardaktion. Das ist die freie Aktion. Und das ist die schnelle Aktion. Und das ist wie gesagt die Besonderheit der 5-Fuß-Schritt. Linke Shift-Taste gedrückt halten. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Shift drücke, dann würde der 5-Fuß-Schritt ausgelöst, wenn ich ein Kästchen weiter ginge. Aber das will ich jetzt nicht. Ich will ja zuschlagen. Oh, jetzt habe ich zu oft auf die Shift-Taste gedrückt. Es kam die Windows-Meldung. Okay. Erstmal brauchen wir einen Heiltrank. Das ist eine Standardaktion. Das heißt, ich könnte danach nicht mehr angreifen. Weil entweder bewegen oder angreifen. Also 20 Fuß. Aber ich muss einen nehmen. Standardaktion. Heiltrank. Ich kann noch einen nehmen. Das wäre die andere Aktion noch. Boah, jetzt ist meine Runde zu Ende automatisch. Denn ich weiß ja nicht, wann ich meinen Charakter wieder steuern kann. Er ist immer noch mit Furcht belegt von dem widerlichen Goblin, Kobold-Schaman. Jetzt nehme ich noch einen Trank. Schild des Glaubens. Kann nicht schaden. Ich muss mich ein wenig buffen gegen diese fiesen Kobolde. Und jetzt angreifen. Der hat gesessen mit meinem Zweihänder. Es geht bergauf. Also wie gesagt, der Kampf hat sehr suboptimal angefangen für mich. Aber ich bin ja auch reingestolpert, absichtlich. Aber als Anfänger kann man den Pathfinder ins Gras beißen. So, Magierüstung. Noch ein Heiltrank. Und voranschreiten. Ich muss ihn ja im Nahkampf kriegen. Sonst wird er mich wieder mit Furcht belegen. Dieser widerliche Kobold-Schamane. Ja, wieder. Und er lacht so dreckig. Ich hasse ihn jetzt schon. Ja, ich bin willenslos. Verängstigt. Ich werde doch wohl keine Angst haben vor diesem kleinen Wicht. Oh, und er trifft mit seinem Eiszauber. Tja, das ist Pathfinder. Frisch gebackene Helden leben gefährlich, deswegen nehme ich jetzt noch den letzten Trank, die Magierüstung. Das sollte ein wenig helfen. Und ich komme Schritt für Schritt näher. Ha, Fehlschlag. Das ist gut. Böses Niederstrecken, eine Paladin-Fähigkeit. Quasi ein Zauber. Bringt meistens nicht so viel, aber...
This should do it. So, jetzt. Hey, das war's. Ein Schlag. Ja, wenn ich treffe, dann reicht das. Weil Kobolds haben ja wenig Hitpoints. Und eine Blutlache bleibt übrig. Tja. Turn-Based Combat Mode. Erstmal ein Schluck aus der Buddel. Habe ich mir verdient. Nach diesem Kobold-Gemetzel. So, das war der Turn-Based Combat Mode. Ich finde, das Gute daran ist, er ist optional. Und gerade so bei Trash-Mobs kann man den auch mal ausschalten, denn das dauert einfach zu lange, so 10, ein Level 15 Held, der ein paar Orks vermöbeln muss. Da kann man fast schon auf Autokampf stellen. Da braucht man den Turn-Based Combat nicht. Genau, ich hatte noch einen heftigen Angriff aktiviert. Das macht noch mehr Schaden. Okay, dann bis hierher. Ich hoffe, diese kleine Demonstration hat euch den Turn-Based Combat Mode, den neuen von Pathfinder Kingmaker, anschaulich gemacht. Und bleibt mir gewogen, folgt meinem Kanal. Danke, ciao, der Argonaut.